Kurz erklärt, heute geht es um das Spiel zum Film Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Ihr solltet 2 bis 4 Abenteurer sein, ihr solltet 10 Jahre alt sein und eine Runde dauert ca. 60 Minuten. Ziel des Spiels ist es, dass ihr mit einem eurer beiden Zwerge sowie mit Bilbo in das Ziel kommt. Zwischendurch könnt ihr noch Extras wie den Ring freischalten, womit Bilbo dann unsichtbar wird. Und ihr zieht nicht einfach nur mit Würfeln, sondern habt Karten vor euch liegen, wovon 4 Stück eine bestimmte Anzahl an Schritten sagen, die ihr dann umdreht. Nach 5 Runden dreht ihr diese wieder auf und könnt wieder von vorne loslegen. Ja, bei diesem Spiel müsst ihr auch zusammenspielen, weil ihr könnt entweder alle gewinnen oder alle verlieren. Denn das Ziel ist es, dass einer von euren beiden Zwergen, so wie Bilbo, ins Ziel kommt. Ihr müsst zwischendurch auch zusammenarbeiten, da ihr nämlich auf Abenteuerfelder kommt, wo ihr kämpft. So, und das ist halt meistens nur machbar, wenn man zu zweit ist, außer man ist im Spiel fortgeschritten, dann kann man es auch mal alleine schaffen. Für Bilbo gibt es zum Beispiel auch den Ring, womit er unsichtbar wird und kein Abenteuer auslöst. Das Spiel kostet um die 70 Euro und ihr braucht relativ viel Platz, da das Brettspiel ausgebreitet werden muss und auch noch einzelne Karten ausgespielt werden müssen.